Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Im letzten Part haben wir das Polarland größtenteils abgeschlossen. Also, ja so gut es geht, halt mit allen Powermonden. Haben jetzt 33 von 37 und alle lilanen Coins. Und ich denke, es ist nun Zeit, dass wir ins nächste Land aufbrechen, nämlich in das Schlemmerland. So, den einen Powermond, den wir im verlorenen Land mit der Hinweiskunst geholt haben, setzen wir ein. Und damit haben wir 346 Powermonde. Easy. Ist der Fernseher auf der Lautstärke? Das kommt irgendwie gar nicht so vor. Oh, okay. So, Schlemmerland. Here we go. Da werden wir auch endlich die Chance bekommen, Piranha-Pflanzen zu capern. Let's do this. Ah, das Schlemmerland. Viele meinten, das Schlemmerland ist eines der schwersten Länder. Aber naja, davon will ich mich mal selbst überzeugen. So. Wir sind auf dem Weg ins Schlemmerland. Hier steht, dass dieses Land bekannt für seinen auf einem Vulkan zubereiteten Schlemmereintopf ist. Echt feurig. Na, das war jetzt so lustig, Cap. Cappy, wirklich so lustig. Okay. Das Schlemmerland. Und da ist auch schon Bowsers Schiff und es ist groß. Die Brudals als Vorkoster. Als Vorkoster meiner Faust, nehme ich an. Boah, das hört sich voll komisch an. Die Brudals sind da. Okay, gucken wir gleich mal, wie viele Monde es gibt. 56? Ah, oh, Alter, aber die sind schön blau. Okay, und... Stimmt, wir haben ja auch schon diesen einen, ja, Geheimpfad zur Schmausspitze. Ja, und 100 lila Coins. Ah, na toll, da sind gleich mal hier eine Coins, an die wir nicht drankommen. Komisch, der Wegweiser sagt was anderes. Was ist das? Ah, eine Coin. Ist das hier Schnee? Ach ja, das Zeug blubbert auf jeden Fall, also ich glaube, hier sollte man nicht rein. Das sieht auch wie so ein geheimer Weg aus. Alter, wie sieht's echt toll aus, muss ich schon sagen. Mir gefällt das Land jetzt schon. Willst du was von mir? Na, ganz toll, das ist ein Draw. Moment. Ich wollte ihn eigentlich noch nicht töten, aber na gut. Ist das ein Scheiß Ernst? Bestimmt ist hier irgendwo diese eine Gumba-Dame. Du Schwanzlutscher, dich werde ich so hart umbringen. Wobei, jetzt könnten wir sie auch wieder capern. Okay, da sehe ich schon mal einen Geheimgang. Ah, hast du sowieso verdient. Wer dumm ist, wird es auch nicht lernen. Du bist so ein kernbehinderter Loser. Komm her. Ist das dein... Dieses Fußvolk macht mich wahnsinnig. What the fuck? Ich will nicht wissen, was die sonst zu machen. Ja, Mann. Ach, Mann, das ist nur so ein Münzenkreis. Oh, aber hier ist so ein Ding zum Capern. Komm, 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 komm. Ich weiß, dass man sie capern kann. Ja. Boah, Mann, diese Brühe sieht so lecker aus. What? Ich hab nicht gewusst, dass die an Land... Oh, Mann, dieser Fail war wirklich extrem bitter.
Lol, 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 lol. Ach so. Oh, lol. Okay, das ist wie Lava. Man verbrennt sich den Arsch dran. Ah, bitte tu mir nichts. Dann wollen wir mal. Das Ding ist, komme ich da auch so rüber? Ich glaube leider nicht. Mal sehen, was auf der anderen Seite so versteckt ist. Hey, hier scheint ein Weg entlang zu führen. Boah, stell mal, dann sieht schon mal ziemlich cool aus, muss ich schon sagen, ja. Okay, ist ein Herz, aber ich glaube nur allein deswegen. Ah, ja. Wir kommen hier nämlich an drei lederne Münzen ran. Da, ah, okay, da oben ist ein Powermond. 3 von 100. Okay, wenn, hier werden wir so einen brauchen. Mein Kumpel, komm doch her. Sieht aus wie so ein köstlicher, so ein heißer Pudding oder sowas. Oh, aber ich glaube, das zu essen wäre nicht gesund. Oh, hallo. Wen haben wir denn da? Wo ist denn der eine Bruder hin? Ist er tot? Endgültig? Wir haben echt tonnenweise schlimmer einen Topf für das Hochzeitsessen des Chefs mitgehen lassen. Ich werde mir auch noch einen Nachschlag für den Weg mitnehmen, aber erst wenn ich mit dir fertig bin. Na süß, na, dann versuch's doch, du hässliches Viech. Ah, es ist der kotzt. Hallo. Cheater. Wow, ah ja, und da kotzt doch diese Spur. Wow, Mann. Arschgeige. Er ist nach wie vor kein Gegner für mich. Das ist so eine Lusche. Verreck. Mann, der hat immer noch solche Hamsterbacken. Easy. Das war kein Problem. Die Brutals als Vollkoster. Dieser Powermond wäre für mich. Also ist meiner jetzt. So. Leider Gottes habe ich viel zu viel übersehen. Unter den Käsefelsen. Felsen, lern Deutsch. Oh Gott, das sind Hammerbrüder. Cool. Auf diese komischen Kristalle kann man nicht drauf, oder? Doch. Die könnte man irgendwie als Wackelpudding ansehen oder sowas. Was duftet hier so lecker? Köstlich. Hier ist echt so einiges. So, wisst ihr was, damit ich den Weg nicht nochmal laufen muss, würde ich sagen, aktiviere ich erstmal einen Checkpoint. Na du? Siehst komisch aus. Das ist eine Gabel. Willkommen auf der Schmausspitze, der Ort, an dem kulinarische Träume wahr werden. Ich würde dir nur allzu gern alles zeigen. Leider steht uns momentan die Brühe bis zum Hals. Okay. Ja, was ist das denn? Ah, okay. Ah, dass wir die gekapert haben. Schlemmerling. Und Hothead. Okay, die beiden können wir rausziehen. Aber eigentlich nur aus Langeweile. Aha, ey, Alter, das ist cool versteckt.
Okay, ein Challenge-Raum. Vor allem hier brauchen wir deutlich mehr Powermonde. So, dieser beherrsche ich sogar. Lol, das wusste ich nicht. Das tut mir leid, Mario, es tut mir leid. Denn die Piranha-Pflanze danced up. Wie sie abdance. Guckt sie euch an. Sie hat den Groove, auf jeden Fall. Oh mein Gott, bitte tu mir nichts. Das Ding ist, capern kann man sie nicht, weil hier sind keine Steine in der Nähe. Tut mir leid, meine kleine Piranha-Pflanze. Relativ einfach bis jetzt. Da sollte meine Klappe nicht zu weit aufreißen. Lass mal lieber safe spielen. Ha! Das ist ziemlich gemein. Wie soll man denn an den rankommen? Oder gibt's da... Ah, okay, ich sehe da einen Geheimweg. Das habe ich auf Anhieb nicht gesehen, aber wenn man sich genau umguckt... Oh, das sieht so lecker aus, man kriegt gleich übelsten Hunger. Nach dem Part kriege ich auf jeden Fall was essen. In der Ecke des Magmasumpfs. Das Ding ist, das ist keine Magma und kein Lava. Lava ist doch nicht rosa. Zeig mir bitte mal... Ich würde... Nee, es gibt keine rosane Lava, also wenn ich bitten darf. Aus solchem Gestein muss die dann bitte schön stammen. Oh, fuck, man. Na, okay, tut mir leid, Mario, wollte ich nicht. Nun gut, ja. Okay, Magma-Sumpf, treiben und sinken. Sinken. So, Liane Coins habe ich jetzt keine gesehen. Aber ich denke mal nicht, dass hier welche sein werden. Finish! Nicht weg hier. Alles klar, easy. Oh, und wir haben noch gut Zeit, also können wir jetzt auch weiter umgucken. So, ich bin nämlich, glaube ich, schon zufrieden gegangen, meine ich mal. Darf ich hier einfach drauf oder werde ich abrutschen? Nein, tatsächlich nicht. Stone sieht nur allzu verdächtig aus. Aha, okay. Wie zum Teufel soll man dann hier rumkommen, bitte? Hier sind ja keine Hotheads. Okay, und da drüben ist dieser komische Block. Ey, die sehen aber cool aus. Die sollen wohl an Äpfel angelehnt sein. Das ist jetzt ziemlich cool. Okay, und hier sind noch weitere drei lila Coins. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wie wir an die Hotheads kommen. So, aber erstmal holen wir uns diesen Power-Mode hier. Am Rande einer Salz... Ansammlung. Ach, das soll Salz darstellen. Ja, moin. Das ist auf jeden Fall lol. Oh, da ist noch eine Challenge-Tür. Ja, und das ist auch ganz schön easy. Ein Power-Moon versteckt. Den lasse ich mir nicht entgehen. Hinter dem Säulenschatten verborgen. Da glaube ich mir noch gleichzeitig diesen Hothead hier. Schau mich um. Gerade jetzt muss ich dieses blöde Vieh aufkreuzen. Oh lol, ein Maiskolben. Ey, lecker. Alter, okay, das... Da muss ich zusehen, dass ich so schnell wie möglich aus dem Schlemmerland rauskomme, weil ich krieg hier so einen Hunger. Als ob. Geh mal weg, du. Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall Bescheid, dass ich Gumbas brauche. Oh, diese Idioten lassen mich jetzt auch nicht in Ruhe.
Jetzt komm du auch noch mit und jetzt muss ich unbedingt aufpassen. Mann, allein schon wegen diesen dummen Typen. Na, du? Das ist lieb. Surprise, Motherfucker. Romanze inmitten der Lava. Das ist... Stimmt, es gibt ja auch diesen Lava-Kuchen oder so. Dieses, wo es dann im Innern so schön geschmolzen ist, alles. Stimmt, das gibt es. Das könnte man ja damit meinen. Dann komm mal mit, mein lieber Hothead. Also hier drüben muss einer sein. Ja, wie zum Teufel soll man hier ein Hothead finden? Oh my God. Von da oben muss man da runter und dann da lang. Ja, leck mir am Arsch. Na gut, trotzdem. Ich bin noch nicht fertig mit dem Erkunden. Hier gibt es noch einiges. Da drüben sehe ich auf jeden Fall wieder einen Gang. Obwohl, hier waren wir schon. Das sieht relativ cool aus. Und easy auch. Und das ist es auch. Schlemmerland Tic-Tac-Turnier 1. Ansonsten ist hier nichts. Sieht nicht so aus. Lol, und für unsere Odyssey fehlen nicht mehr viele Fächer. Dann haben wir so gut wie... Also nicht so gut wie alle voll, aber ihr wisst Bescheid, was ich meine. Wir müssen jetzt da hoch und von da drüben mit dem Hothead ein Hothead zu finden, so. Naja, sollte kein Problem darstellen. Aber das Schlemmerland sieht schon groß aus. Also, ich sag, es ist nicht das Größte, aber 100 ja, Coins plus 56 Powermonde, da werden wir einiges zum Suchen haben. Aber komm, 10 Powermonde werden wir auf jeden Fall noch finden. Okay. Na? Boah, was ist das für ein fettes Viech? Der Vogel da oben ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht und hat sich unseres Topfes bemächtigt. Und auch noch ausgerechnet dann, als wir einen Nachschlag unseres berühmten Schlemmereintopfs zubereiten wollten. Alle hatten sich schon so drauf gefreut, sich nochmal ordentlich die Bäuche vollzuschlagen. Keine Sorge, wir werden uns drum kümmern. Wow, da sind auf jeden Fall nochmal lila Coins, die wir uns merken müssen. Aber selbst wenn wir irgendwelche lila Coins vergessen, haben wir immer noch unsere Bowser-Amiibo, die uns hilft. Aha, und da. Was ist das denn davon? Läuft. Okay, da haben wir noch mal drei lila Coins. Dann will ich mal ein bisschen spielen gehen. Sollte ja kein Problem darstellen. Jetzt sind es sogar 5. 10 Münzen. Okay. Mach ich gern. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Verfickte Scheiße. Vielen Dank. Oh lol.
5 Stück. Jackpot im Schlemmerland. Einfach. Ja, das eine von vorhin war eine Dummheit, aber was soll man machen? Cappy hat manchmal seinen eigenen Willen. Ja. 15 lila Coins haben wir auf jeden Fall schon mal. Das ist ziemlich cool. Und wo andere lila und wo noch weitere lila Coins sind, weiß ich auch. Das ist ziemlich geil. Hier hinten haben wir auch nochmal 3 Stück. Ein paar Dosen. Warum zum Teufel sind die hier? Ah, hier haben wir einen easy versteckten Pokémon, der natürlich da oben spawnt. Warum nicht? Ah, Crazy Cap. Na du? Hier kommst du nicht rein. Hier kommst du nur rein, wenn du auch wie ein Koch aussiehst. Und hey, egal wie man es betrachtet, wie ein Koch siehst du definitiv nicht aus. Danke für diese Erniedrigung. Egal. Okay, so, der Powermund gehört also uns. Das soll eine Zutat sein? Lol. Okay. Lol. Was haben wir denn hier Tolles? Lass mich raten. Mit denen müssen wir irgendwas anstellen. Früher war es total einfach, den Berg hochzukommen, aber jetzt ist der Pfad zur Spitze völlig unbrauchbar. Die einzige Möglichkeit, jetzt zum Eintopf zu kommen, ist, irgendwas mit Flügeln als Fortbewegungsmittel zu nutzen. Flügel wirst du dir ja kaum wachsen lassen können, oder? Nee, nicht so schnell. Haben wir mit dem schon geredet? Ja. Ja, ist gut, ich hab's kapiert. Dem Vogel hauen wir noch aufs Maul, keine Sorge. Reden wir mal mit dem hier. Wenn du eine Rübe findest, wirfst sie einfach mal in den Topf. Wenn es eine Goldrübe ist, passiert was ganz Tolles. Okay. Das sind jetzt vor allem irgendwie... Okay, ich würde sagen, ich mache erst hier die andere. Das hier, das Rausziehen erinnert, oder hier, wie Mario sie hochhält, erinnert übelst an Mario Bros. 2. So, wir haben ein paar Münzen und hier ist die Goldrübe. Die werfen wir natürlich auch freudigst hinein. Ein Powermond. Sehr, sehr nice. Goldrübenrezept 1. Oh, es gibt also noch mehr. Und hier ist der Vogel. Gut zu wissen. Aber steht so abseits irgendwie. Da ist was, oder? Oder ist es nur ein Vogel? Ich weiß es nicht. Da vorne ist ein Checkpoint. Wie soll ich denn an den... Obwohl, den kommt man ganz easy ran. Okay, ich glaube, hier werde ich später weitermachen. Da oben ist sogar was. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich werde da jetzt mal drüben hinspringen wegen den Hotheads. Na du? Siehst du den Batzen Fleisch? Klar sieht ja ein Blinder. Aber... Ah, da oben, okay. Aber ein Glück schielt der Vogel. Der hat ihn noch nicht bemerkt. Doch kann er nicht mehr lange... Doch kann es nicht mehr da... Das reicht. Okay. Doch kann nicht mehr lange dauern und er schnappt sich den Batzen. Doch es kann nicht mehr lange dauern. Auch diese Entwickler haben wieder einen Fehler in der Rechtschreibung gemacht. Ist nur eine Frage der Zeit. Ja. So, okay. Ja, mein Vater kam vorhin rein, deswegen musste ich kurz pausieren. Alter, ich habe schon so viele hier in den Coins gesehen. Ich darf nur nicht aus dem Konzept geraten. So, da drüben würde ich sagen, springe ich jetzt mal hin. Und aktiviere den Checkpoint hier. Salzhaufeninsel.
dich grabbe. Och, Mann. Ich sagte, dich grabbe ich. Sehr schön. Doch ich denke, ich hole erstmal alle anderen Sachen, die ich gesehen habe. Wie zum Beispiel diese 3 Lien Münzen. So, des Weiteren. Ah, okay, hier scheint auch irgendwas zu sein. Jo, ein Powermond. Salzinsel in der Lava. Hot, 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 hot. Warum läuft dieser Vollidiot auch? Darum ist wirklich nur du schuld, Mario. Irgendwo hier waren doch noch weitere lilanen Münzen. Oder doch nicht? Doch. Na, so einfach kann ich die ja nicht ignorieren. So, dann haben wir 27 Stück und es geht noch weiter. Ah, nochmal 3. Ein Drittel hätten wir somit. Ja, vielleicht ist es doch gar nicht so schwer, wie ich dachte mit denen. Die Coins. Jetzt muss ich hier durch. Okay, hier ist erstmal nichts. So, jetzt muss ich hier übelst aufpassen. Okay, ist doch leichter, als ich dachte. Okay. Scheint eine Sackgasse zu sein. Ja, und wir haben noch weitere lilane Coins. Ist doch geil. Aber wir haben nur ein Leben. Kann man eigentlich den Wasserfall mit den Hotheads hinaufschwimmen? Das wäre zu krass. Nö, aber ich kann hier hoch genug springen. So, gehen wir mal hier rein. Ah, ich spür was, Moment. Oh. Herz ist sowieso gerade passend. Was ist das denn? Hier kommt man, glaube ich, zu einem Geheimpowermond, oder? Ne, zu 3 Lien Münzen. Das ist ja, was wir brauchen. So, eigentlich gibt mir auch langsam die Zeit zum Aufnehmen aus. Außerdem ist es auch mittlerweile schon ein bisschen spät geworden. Oh lol. Jetzt werde ich auch gucken, dass ich nichts übersehe. Ja, anscheinend ist das hier der einzige Powermond. Per Gabel zum Gipfel. Das kann aber noch nicht alles gewesen sein. Das nicht noch was? Momentchen mal, ja. Habe ich aber auch irgendwie gewusst. Abstecher per Gabel. Abstecher. Auf was kommen die Entwickler denn bitte? Daran bin ich nicht schuld. So vieles kann ich schon mal sagen. Ich gehe da jetzt nochmal schnell hin.
Finish. Und das war echt eine dumme Aktion von eben. Naja, was willst du schon tun? So, ein bisschen will ich noch schaffen, bevor der Kombi-Paarzeit ausgeht. Erstmal hier hoch. Dann hole ich mir diese Coins hier. Und jetzt will ich noch gern da hoch. Geht nicht. Och man. Das sieht einfach so lecker aus. Und da war der seine Powermond. Sehe ich schon mal ein paar lilane Coins. Kannst mich mal. Ich lass dich jetzt noch leben. Sei dankbar dafür. Oh, hallo. Komme ich da so einfach hin? Ich glaube, ich habe das jetzt umsonst gemacht, diesen aufwendigen Weg. Ich will gerne mal auf dem Käse landen und sehen, ob hier was ist. Okay, scheint nicht zu sein. Okay, aber wir haben drei lilane, weitere lilane Coins bekommen und ich bin froh drüber. Ja, ich hätte mir diesen Umweg nicht antun müssen. Aber hey. Wir brauchen unbedingt das Fleisch da oben, um unserem Schlemmer-Eintopf den letzten Pfiff zu verleihen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Vogel über dem Vulkan sich schnappen wird. Du fragst dich, worin es mariniert ist? Ganz einfach, wir legen es in Salz ein, bevor wir es mit dem Gericht zufügen. Das verleiht dem Ganzen noch etwas mehr Pfiff, köstlich. Und du sagst... Du kommst mal her. Wow. Okay. Alter. Ah, okay, und damit können wir alles kaputt machen. Noch kaputt. Ja, Tatsache. Das ist nur ein lächerliches Herz. Wieso, Nintendo? Wieso? Habe ich ihn aus Versehen gekillt. So, der Schalter legt das frei. Und dann haben wir schon die nächste Ebene erreicht. So, bevor ich den Powerpoint aktiviere, will ich alles genau... Mach doch alles kaputt, bitte. Auch noch was zum Zerbrechen gesehen, deswegen werde ich da auch noch gleich nachgucken. Vielleicht ist da ja was. Tatsache. Machen wir den Part halt einfach länger. Wen juckt das schon? Und ich meine, ihr feiert das dann auch mehr. Oh nein. Das sieht schon schlimm aus. Obwohl... Stimmt, wir müssen das ja machen. Ah, okay, wir müssen Mondstücke sammeln. Dürfen dabei aber anscheinend nicht viel kaputt machen. Vor allem, ich wette, hier ist noch mehr als nur das. Dann dürfen wir erstmal so hoch.
Das war easy. Hoch auf die Käsefelsen. Ja. Dass genau das passiert, habe ich irgendwie geahnt. Jetzt dürfen wir noch mal kurz raus und wieder rein. Ach, come on und leck mich doch. Dann komm mal her. Du bist so ein Verräter. Okay, wer ist hier wohl nicht? Man muss echt extrem aufpassen. Kann ich die Idioten nicht mal abhauen? Verreckt doch. Das Witzige ist, die werfen, diese Hammerbrüder hier werfen Bratpfannen. Die auch noch zerbersten. Okay, zählt nur noch eins. Das würde ich auch noch liebend gerne finden. Dings ist hier irgendwo. Aber ich meine, irgendwo wird es schon sein. So drüben haben wir ja schon, ne? Aber sag nicht, dass es da oben irgendwo. Das wäre ein bisschen scheiße. Also das Versteck. Oh, da war's. Cool. Der Powermond war easy. Ausgrabung in den Käsefelsen. Käsefelsen. Ja, nein. Egal, wie man es dreht und wendet. Gut. Dann hole ich jetzt noch schnell den einen wichtigen Powermond da vorne und dann haben wir es im Prinzip. Also für diesen Part. Und für meine Aufnahmesession. Ich nehme jetzt schon ein ganzes Stück auf. Episch. Unter den Käsefelsen. Oder Käse. Ich sage einfach Käse. Ich sag immer Käse. Also. Ja. So, und hier eröffnet sich für uns eine Plattform. Oh, viele Plattformen sogar. Topf auf dem Vulkan. Tauch ein. Gut, Leute. Oh, ist sogar ein Checkpoint. Da würde ich mal sagen, falls euch dieser Part von Let's Play Super Mario Odyssey gut unterhalten konnte, würde ich mich doch sehr über einen Daumen hoch und eine positive Bewertung freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Leuten, die ihr leiden könnt, Leuten, die ihr nicht leiden könnt. Und im nächsten Part werden wir dann im Schlemmerland weiter nach Powermunden suchen und versuchen, diesem Riesenvogel in den Arsch zu treten. Deswegen bis zum nächsten Mal und ciao.